Hallo und herzlich willkommen zu Part 6 unserer PlayStation-Reihe zu Parasite Eve 2. Ja, im letzten Part haben wir diesen dicken Mitochondriennest gefunden. Und Kyle sagte, jo, wir müssen das finden. Und ich dachte, wir finden jetzt nochmal Eve. Ich habe ein bisschen geguckt, was Phase ist. Und ja, ich muss den Fahrstuhl zum Arc-Reaktor aktivieren. Und so wie ich schon gesagt habe, das berühmt-berüchtigste Rätsel in diesem Ding das sind Sensortasten. Ich könnte sie bedienen. Arc-Cam. So, damit schauen wir uns jetzt mal um. Da wollen wir natürlich das Licht auslassen, ja. Also anlassen. Fahrstuhl außer Betrieb. Fahrstuhl in Betrieb. Aber Leute, ganz wichtig, ich werde weiterschalten. Man kann jetzt einmal hier rumgucken. Das ist die Stelle, wo wir dann hingehen werden. Zu diesem wunderschönen Pyramide. So. Und Sicherheitssysteme. Die machen wir natürlich aus. Sicherheitssysteme sind aus. Okay, damit hatten wir unsere Sache getan. Und als Indikator, wo wir richtig hingehen müssen, wird uns Kyle immer sagen, aber wohin, wieso, weshalb? Ja, Kyle, genau, macht sie platt. Kyle, ja, genau. Denn ich spare Munition, einmal schießen. Da fetzt das Blut, Leute. Ich nehme einmal alles. Ich glaube, dass ich dahin könnte. Aber Kyle sagt nö. Kyle sagt einfach mal nein. Falsche Richtung, glaubst du? Mein siebter Sinn sagt mir das. Wir können einfach nicht hier hin. Wir werden jetzt gelenkt, dass wir jetzt nach unten gehen. Also das heißt, Eve müsste sich irgendwo unten verstecken. Aber dass das so kommt, das habe ich so jetzt noch nicht. Ach, hier kaputt. Sehr schön. Danke, Kyle, für den Granatenwerfer. Da kann ich Munition sparen. Weil von der Erstlack, da habe ich nicht mehr viel, ne? Das ist blöd, weil jetzt würde ich sogar meine Shots nehmen. Jo, danke, Kai.
Ja, weil wir ja schon mal da sind. Ich kann mich hier heilen. So, wir können irgendwo hier hin. Das habe ich schon ausprobiert. In diesem Kombusen-Raum, da werden wir auch später hingehen. Aber wir sollen tatsächlich hier hin. Das sind solche Sachen, die kann man gut selbst mal rausfinden, beim Durchspielen. Aber dieser Rätsel davor, also dass man die zwei Items braucht, das war schon, fand ich persönlich ein bisschen heftig. Oh, Excuse me, Sir. ganz wichtige Sequenz. Yeah, come in. Die ist vertont. Oh. Eine Meldung, Sir. Ich höre, der Agent, den wir eingeschleust haben. Er hat das Ziel geortet. Sehr gut. Und? Die Eliminierung des Ziels ist nicht möglich. Was? Warum ist es nicht möglich? Sind Sie sicher? Wir sollten erwägen, Plan D in Kraft zu setzen. Tja, was ist Plan D? Oh yeah, Plan D. Yeah. Der Überbleibsel des SDI. Und kein Risiko einzugehen. Verstehe. Erlaubnis erteilt. Ich kann jetzt nicht. Danke, Sir. Der Kongress darf davon nichts erfahren. Machen wir den Supersatelliten mal an. Okay, Leute, ich muss kurz was machen. Ich bin gleich wieder da, ihr werdet es kaum merken. So, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Okay. Yep, Kai kann da nicht durch. Der kann da ja nicht hin, wegen den Mitochondrien. Ist nicht resistent genug dagegen. Ich verbrenne. Haltet durch, das legt sich wieder. Genau wie letztes Mal, als du auf mich gezielt hast. Du wusstest es? Du hättest dich herausgeredet. Du hattest dich herausgegeben, meine ich. Ich war von deiner Schönheit gelähmt. Autsch. Sehr komisch. Du dich aus. Ich komme schon allein klar. Das war ernst gemeint. Na, guck mal, die Kameras sind aus. Sehr schön. Obwohl wir das Sicherheitsmechanismus ausgeschaltet haben, kann er hier nicht durch, weil. Ach, so krasser Scheiß. Welcome to New York. Hier wurden Teile der irdischen Natur rekonstruiert. Orgelmusik, tropischer Regenwald, Nadelwald, Savanne, Korallenriff. Eisdüne.
Die jeweiligen Klimazonen wurden mit der authentischen Flora und Fauna ausgestattet. Ferner wurden Kolonien der neuen Menschheit gebildet. Begleiten Sie uns bitte in die Savannenzone. Bitte achten Sie dabei auf die Fleischfresser. Danke für den Hinweis. Okay. Natürlich. Orgelmusik. Was sonst? Ich fühle mich gar nicht angegriffen. So, wenn ich da runtergehe, da geht's nicht runter. Wir wollen zur Pyramide. Ich kenne hier ja den Weg. Moment. Wenn wir schon mal da sind, ich kann mir ja vielleicht mal die Karte hier bedienen. Einleitung. Sie wissen vielleicht bereits, dass die NPCs aus Manhattan imstande waren, ihre äußeres Raum zu verändern. Niemand und Hunde besitzen die Eigenschaft der Zellen Um- und Rekonstruktion. Gott gab uns die Blaupausen des Lebens und einen Stift. Das Ergebnis sind die NMCs, die wir Ihnen nun vorführen. Diese Geschöpfe werden uns den Weg in die Zukunft zeigen. Ach du Scheiße. Naja, okay, warte. Berühren Sie das Blastfenster für weitere Informationen. Wir werden NMCs eigentlich erzeugt. Die Neometohonden werden anhand von Vektorviren in den Körper der Versuchsperson übertragen. Wenn der Virus die DNS komplett umstrukturiert hat, werden die Neometohonden die neue Teil beginnt. Neotenie bedeutet, dass eine ausgewachsene Seele in einem Embryokörper weilt. Die Evolution wird auf diese Weise zurückgesetzt. Das Embryo der Versuchsperson kann sich selbst die gewünschte Fronten in Fortentwicklung aussuchen. Wir helfen Ihnen lediglich dabei, sich an die Umgebung anzupassen. Anschließend erfolgt eine akute Evolution. NMCs mit den neuen ungeahnten Charakteristiken entstehen. In der jetzigen Versuchsphase setzen wir künstliche Organe ein, um Risiken zu meiden. Doch später werden auch die auf natürliche Weise generiert. Zu hohe Intelligenz wird reduziert, um negatives Denken auszuschließen. In Zukunft planen wir, die Intelligenz auf null zu reduzieren, um die Basis für eine neue Gesellschaft zu schaffen. Alle Versuchspersonen sind mit ihren perfekten Körpern ausnahmslos zufrieden. Ja. NMC-Arten. Betonen Sie das Glasfenster für weitere Informationen. Ich wollte eigentlich die Karte. Ja. Moment. Da werde ich jetzt mal live dabei sein, weil das dauert nur kurz. So, jetzt sollten uns erstmal lange Zeit keine Störung mehr bekommen. So, wir wollen in die Savanne, meine Damen und Herren. Dann gehen wir auch natürlich darunter. Aber die Musik hat ausgesetzt. Okay. Ja, wirklich echt schöne Hintergrund. Mit genannten Hintergrund. Das ist mies. Dreizehn MP ist viel.
Wie viel habe ich noch von der, die erst lag? Also ich kann noch dreimal schießen und dann so. Okay, Leute. Jetzt kommen wir zu dem berühmt-berüchtigsten Puzzle. Und der, also ich glaube, allein die Passage ist für viele sehr im Gedächtnis geblieben. Im Loch ist eine große Kiste, eine Kiste. Zu schwer, lässt sich nicht bewegen. So. Da ist das Bild. Das habe ich mir natürlich jetzt fotografiert. Ja. Denn es gibt nämlich eine blaue Linie, eine gelbe Linie und eine rote Linie. Die rote Linie ist Bonus, der blaue auch. Gelb ist die Öffnung für die Tür hinter mir. Also die hier. Wir werden jetzt alle öffnen. Daher heiße ich euch herzlich willkommen zum Pyramiden-Schiebepuzzle. Holt euch etwas und rieselt mit mir. ja. Ich brauche einmal mein Bildchen hier. Das blaue. Okay, das muss einmal ganz nach oben. 15 Marmorplatten. An einer Stelle fehlt eine Platte. Ein Puzzle mit beweglichen Steinen für Besucher. Alles klar. Ich muss jetzt erstmal... Ja, das ist natürlich jetzt kein guter Anfang. Nee. Ich muss jetzt einmal rum. Bumm, 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 bumm. Oh ja. Genau. This is the way. This is the way. Genau. Nee. Nee, 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 nee. Das heißt, wir machen... Oh, scheiße. Toll. Wieder die Störung. Warte. So. Okay, Leute. Wir müssen das Blaue dann nach oben bekommen. Das ist schon mal... Aber das ist jetzt blöd, weil ich muss irgendwie... Ah ja. Das ist falsch rum. Weil das Ei muss dahin. Jupp, ich hab's jetzt nicht. Wie kriege ich dieses Ende hier rein? Ja, ich muss eigentlich jetzt... Ich werde nicht besser, ne? Oh, scheiße.
Oh, ich bin irgendwie ein bisschen blöd. Ich war auch nie der Beste darin. Ich bin ein bisschen blöd. Ich muss irgendwo eine Lücke erschaffen. Nee, jetzt geht's los. Ja, ich glaube, jetzt habe ich's. Ich hab's doch fast. Ich hab's doch fast, Leute. Ah. Jetzt hab ich's. Oh Mann. Jetzt muss ich nur... Alles klar. Das war schon mal das Blaue. Ein Sarkophag versperrt den Gang. Ist unter dem Deckel eine Mumie? Wohl nicht. Er ist leer. Da ist doch etwas. MP Wasser Level 2. Aber Moment, ist dieses MP Wasser Aufwertung oder? Nee, das ist nur Recovery, alles klar. MP Wasser können wir immer haben. Nehmen wir gerne. Shit. Ich würde gerne die Ausgangslage ändern, weil das ist mir doch ein bisschen zu durcheinander, aber ich glaube, er merkt sich das jetzt.
Wollen wir mal gucken, ob wir das austricksen können. Beziehungsweise neu laden. Wenn der Sarkophag da steht, dann ist es nicht so. Natürlich sieht das von außen so aus, als wäre das nix. Ah, er resettet. Ah. I love it. I love it. Okay, 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 okay. Dann. Okay, dann wollen wir mal das Rote machen. Das wird schwierig, Leute. Das wird schwierig. Okay, also alles einmal runter. Ja. Okay, wie mache ich das hier jetzt? Okay, das ist unten. Und das nehmen wir einmal. Wer sagt ja, ich bin nicht gut? Ich bin Puzzle God. Leute. Scheiße. Jetzt muss ich das irgendwie mal. Das muss frei sein. Das muss frei sein, habe ich ja vergessen. Ah ja. Ich glaube, ich hab's. Ach ja. Okay, ich habe es ein bisschen blöd gemacht. Weil ich habe jetzt hier Dingens frei. Das heißt, ich muss jetzt so rumpuzzeln. Ich hab's schon wieder, ne? Nee. Puzzle God. Metallisches Geräusch. Rot war was anderes.
Oder war Rot der richtige? Nee, dann war Rot das. Aha. Was ist das? Es lebt, ein NMC. Sie kann sich nicht bewegen. Ich spüre Millionen von Neometeoren in ihrem Körper. Erzeugt sie Strom? Das ist jetzt aber ein bisschen hart. Und jetzt habe ich null, deswegen. Das. Ich muss erstmal rumgucken. Muss ich überhaupt gegen dich kämpfen? Ein Lebenserhaltungssystem. Wenn ich nicht zerstöre, wird sie von den Meteoren geheilt. Oh, das war ja einfach. Alles. Ja, das akzeptiere ich. Ja. Dann haben wir uns auch mal nicht vergessen. So, wir rüsten wieder unsere Dings aus. Okay. Also, wir haben jetzt eine Stromzufuhr hier kaputt gemacht, okay. Wie, hier ist noch was. Ich spüre Vibrationen drüben. Ah. Sehe doch eine Karte richtig oder nicht? Ich kann da durch eigentlich oder nicht? Oder muss ich da rüber? Keine Aktivität mehr.
Ah, da ist eine Tür, ja. Wahrscheinlich. Ich spüre immer noch die Meometer-Hunden. Eine Tür gibt's hier nicht. Ah, ich glaube, ich muss jetzt zurück. Ich glaube, ich muss jetzt zurück. Ein Gedankenbarriere, ein dünner Schutzwall. Ich glaube, ich kann jetzt auf der anderen Seite, also den anderen Fahrstuhl benutzen, weil die Vibration ist ja jetzt weg, ne? Das heißt, ich könnte Kai jetzt eigentlich holen. Aber was ich noch gern machen würde, ich weiß nicht, ich guck noch mal kurz. Weil wir haben ja jetzt rot und blau gemacht. Mir fehlt gelb, ne? Noch mal kurz gucken, was mir gelb gibt. Ah, okay. Nee, gelb macht man nicht. Stimmt, gelb macht man nicht, weil dann fallen zwei Würmer und das Ding wird hier zu sein. Also, nur rot und blau. Alles klar. Okay, dann gehen wir zurück. What the fuck is going on? Nashornkäfer, ey. Nee, es ist schlauer, das hier zu machen und... Boom, Schwachstelle. Okay. Anders kannst du die Dinger nicht erledigen. Okay. Kann ich mich an sich mir noch recht erinnern? Die Scheibe sind zerbrochen. Das ist Panzerglas. Diese Pferde, an dem sie sind wohl hier zu Hause. Trockene Luft stürmt herein. Der Wald hinten stirbt langsam ab. Oh, warte. Ich kann mich irgendwie noch erinnern. Ich kann mich noch irgendwie erinnern, du konntest hier irgendwie durch. Ja, dann versperren mir den Weg. Ich kann mich noch... Also das ist jetzt Geistesblitz vom letzten... von damals, dass du da durch konntest. Wird es auch auf der Karte angezeigt? Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber wir waren nicht in der Pyramide, Entschuldigung. Die Pyramide kommt noch. Ich muss hier hoch. Weil das war jetzt nötig, um den Fahrstuhl. Also den zweiten Fahrstuhl, da wo die Bassdinger sind.
Notdurchsage. Feuer an Dynamo Nummer 1. Die nördliche Tür wird geöffnet. Bitte befolgen Sie die Anweisung des Personals. Das Feuer wird durch die Regenanlage gelöscht. Ich kann ja trotzdem mal gucken, ob das hier an... Also, ob ich hier lang kann. Und die schöne Orgelmusik. Jo, wir können hier durch. Okay, dann gucken wir uns hier nochmal an. Ich glaube, das war versperrt. Alles klar, jetzt wird's irre. Ach du Scheiße. Boah, sind die groß. Also Blitz ist... Oh, Blitz ist effektiv. Blitz ist effektiv. Wie sehr. Ah, wie viel habe ich von den Firefly? Hab nichts mehr, alles klar. Nur für den Fall der Fälle. Zum Tempel von Tlaloc. Ah, das ist die Pyramide. Boah. Sind die Scheißviecher? Ach, der eine ist gestorben und der andere nicht. Der hat sich erholt. Nach einer Zeit, alles klar. Von hinten. Ja. Okay, erstmal gucken. Weil hier geht's über Wasser. Oh, ist es unendlich hier oder was?
Ja, von hinten, ja. Ja, wir haben so viel Dingens, da kann man das schon mal benutzen. Also, wenn ich das nächste Mal irgendwo bin, hole ich mir auch Bugshots. Das führt schon zur Pyramide hin. Ja, das ist schon mal. Oh. Ich höre sie schon. Okay. Okay, noch mal kurz gucken. Etwas klein geraten, wozu würde sie gebaut? Wäre zu übertrieben? Oder etwa ein religiöses Symbol für die NMCs? Brauchen sie so etwas? Brauchen sie Götter? Jetzt, wo sie nicht mehr reden können, werden wir es wohl nie erfahren. Interessante Ansichten von Aya selbst. Ich guck nochmal her. Tanzen den Maistanz, dann werden Talok Regen schenken. Meist ist rot, weiß, gelb und blau. Rot, wenn ihr euch nach dem Tempel der Stärke sehnt. Blau, wenn ihr euch nach Talok sehnt. Achtet auf Ordnung, meldet falsche Schritte. Ja. Ja. Nee, ich wäre gleich hochgegangen. Alles klar, gut, dass ich das sehe. Höf! Bitte was? Eine antike mittelamerikanische Skulptur. Eine große Skulptur. Ah, das ist für die Brücke. Ich habe davon nichts gesehen, ne? Ah,
Wie war das nochmal? Okay, ich muss mir das hier mal angucken. So, rot, gelb, blau, weiß. Rot, gelb, blau, weiß. Rot, gelb, blau, weiß. Also Uhrzeigersinn. So, jetzt sollte die Brücke gemacht sein. Bonusboss kann man noch mal. Uiuiui. Okay, gucken wir mal die Karte. Ah, die Brücke wahrscheinlich. Lustige Sounds. Machen noch die Platten. Moment. Die Muster stimmen nicht überein. Den ja. Den ja. Ja. Das Muster stimmt überein. Okay. Und jetzt geht's? Macht vielleicht die Statue jetzt was? Nö. Dann geh ich mal runter. Rätsel, ne? Sehr rätselhaft, dass ich hier
keine richtigen Indikatoren bekommen. Ach, ich bin auch gar nicht weitergegangen. Ich bin ja hier gleich nebengegangen. Neue Gegner. Das nenne ich gut gemanagt. Ah, die Böcke war wahrscheinlich unten. Würde ich jetzt persönlich sagen. Ah, wir gehen einmal rum, Fidibom, Baby. Alter, der Wassereffekt ist ja richtig gut. Na los, komm her. Boom! Granate. Den letzten kann ich ja wohl eine Granate machen. Use. Oh, ich habe keine Granaten mehr? Nee, ich hab doch alles. Das hier kann ich ja benutzen, wenn ich ja schon mal, ne? Moment.
Von hier komme ich nicht rüber. Ah, shit. Habe ich das nicht gemacht? Mein Gott, was ist dieses Spiel? Unfassbar. Ah, machen wir einfach. Nur 10 MP, leider. P-Energy. Bonus MP 2. Joa. Betäubt den Gegner für eine kurze Zeit. Ja, ist für mich sinnvoller. Ja, Hauptsache MP, Alter. Hauptsache MP, Mann. Hauptsache mehr MP. Abgeschlossen. Hä? Nimmt man an, dass die... Würde die von ihr erzeugte Spannung 2 bezahlen. Fast die gesamte Energie für Lebenserhaltung wird von insgesamt 2 Dynamos erzeugt. Wir werden weiterhin Versuche fortsetzen, die auf dieser sauberen Energie basieren. Eine Steintafel. Blaue, weiß. Was? Blaue, weiße, rote und gelbe Platten mit Hieroglyphen. Das kenne ich doch. Ja, ja, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ja, 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 das ist einmal rum. Das ist die ganze Zeit einmal rum. Aber das ist ja der Megaboss wahrscheinlich, wa? Neo Arc Infotafel. Eine Karte von hier. Ich ließe sie in das GPS ein. Ich bin im westlichen Garten. Sieh dir das mal an! Sieh dir. Ich glaube, der Exaboss ist auf der Insel. Ob wir den brauchen oder nicht, das ist jetzt die Frage, ne, die ich mir stelle. Und seh das mal an. Was ist hier? B6, E-Versuchslabor. Kein Zutritt von außen. Komischer Aufzug. Ich weiß, was das für ein Aufzug ist. Ich weiß, von wo das ist. Ah, ich muss wieder zurück. Ja, 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 ja. Ich hab's doch gemacht. Oder nicht? Das ist doch für das Dynamo-Haus B. Thank you.
Los, komm her. Die schießt das sehr schnell. Ich hätte auch eine Granate benutzen können für den. Den Typen, Mann. Ich hab das doch mit der Steintafel gemacht. Oder habe ich einen Fehler gemacht? Blaue, weiße, rot und gelbe Platten mit Hieroglyphen. Das kenne ich doch. Was will mir das damit sagen? Also irgendwas ist auch für den Boss. White Blue. White Blue. Nee, Red Yellow. Blue White. Blue White. Red Yellow. White Blue. Yellow Red. Ich bin falsch rumgegangen. Alles klar. Ja, Aya Breyer, Leute. Deswegen haben wir das nicht aufgemacht. Einmal Heilung. Aber dass die feuerresistent sind, diese Scheißkäfer, dass sie alle einzeln kaputt machen muss. Also dann bin ich falsch getreten. Blau. Also nee, rot. Rot-gelb. Rot. Gelb. Weiß. Warte, ich habe, glaube ich, das hat was mit der Steinplatte draußen zu tun, weil die weiße funktioniert nicht. Habe ich doch. Okay, white. Wieder falsch. Also, nochmal. Ja. Und jetzt weiß-blau. Also blau-weiß, Entschuldigung. Ja. Jetzt nochmal. Blau-weiß. Blau-weiß. Rot-gelb. Weiß-blau. Ja.
Ja, ich hätte es eigentlich merken müssen, wenn die, weil die Steinplatten nicht angehen, ne? Gelbrot. Aus der Ferne im Besten habe ich was gehört. Ah! So, das ist sehr hart. Naja. Wir haben was gehört, also gehen wir auch dahin. Ah, der Optional Boss, das ist halt, weiß ich nicht, ob das jetzt mir viel bringt oder nicht. Außer BP und Erfahrung, also ja. Es gibt Momente, da habe ich einfach keine Lust auf die Viecher. Also wir haben es falsch schon gemacht, okay? Kann passieren. So, jetzt der ganze Weg zurück. Ja. Ja, die haben Schwachstellen. Das ist echt manchmal echt interessant. Also wenn mir gleich noch eins kommt, dann haue ich hier gleich eine Granate um die Ohren. Ja. Autsch! Du Scheißding. Ja, eine Granate, ein bisschen Money. Dann schauen sie die Welt ganz anders aus. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der 28 Granaten? Genug Schuss. An sich läuft. An sich läuft's. An sich läuft's. Also ich bin generell sehr zufrieden. Können uns auch einmal heilen. P-Energy. So sieht die Welt doch besser aus. Okay, dann nochmal dahin mit dem Ganzen. Ich bin gerade weggegangen, mein Freund. Ey, wehe, du kommst nochmal.
Na, die könnten noch mal kommen. Die kriegen jetzt Granaten von mir. Eine Granate, ein bisschen schießen, fertig. Effektiv. Das ist effektiv, finde ich. Okay, jetzt muss ich das muss jetzt irgendwas beim Dynamo machen und damit ich da hochkommen kann. Oh. Ja, das ist auch keine schlechte Sache, wenn man einfach die Energy Balls nimmt, weil die ziehen ja mächtig viel ab. Das ist cool. Schön, wenn man ein bisschen mit den mit der Parasite Energy hier gut abgehen kann. Weißt du was, Junge? Oh, fuck. Junge! Boom, Alter! Ja, das hat sich gelohnt. Oh, sehr viel BP, Junge. Sehr viel BP. Da werde ich mal gucken, ob ich schaffe, noch Protein noch mitzuholen. Ah ja, okay. Moment. Ich muss mal gucken, ob wir... Oh, da ist eine Kiste. Eine Holzkiste, drin sind Patronen. Hydra. Hydra ist gut. Aber ich brauche die nicht. Ja, was ist das für ein Gerät? Das sind Generatoren. Hm.
Ja. Auf was lassen wir uns... Wir konnten auch sehr lange nicht speichern, ne? Leute, nur so nebenbei. Oh, shit. Ja, wir haben die Sicherheitsmaßnahmen hier abgeschaltet, sonst werden die uns ganz schön stören. Die ganzen Kameras haben wir abgeschaltet, das war sau wichtig. Mehr ich leid die Viecher. Also, teilweise nicht, aber die Barriere ist weg. Ich spüre ganz unten noch Energie. Ja, super, super Hinweis. Ringerlösung. Wenn immer alles. Ringerlösung zu unserem Verschieben. Dahin. Und das GPS nehme ich wieder mit, weil... Benutzen. Nee, also... Das ist schon... Das ist schon gar nicht mal schlecht im Kampf. Kann man echt machen. Aber ganz ehrlich, wer geht hier mit Pistole hin? Wer geht hier mit Pistole hin? Hardcore. Hardcore-Leute wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ich kann jetzt den Fahrstuhl nochmal nehmen. Weil jetzt habe ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich einen Shortcut. Weil, falls ihr euch noch mit dem Raum, also dem Fahrstuhl, wo man zu diesem, ja, Back to the Future Basteller geht. Ah, jetzt ist auf einmal still. Kein Zutritt von außen. Komischer Aufzug. Hm. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich zurück. Ja. Wir müssen tatsächlich zurück. Ich... Warte, kann ich da nicht rum? Das ist doch jetzt ein bisschen... Drüben stand der andere Anesthesie-Dynamo. Ihr habt keinen Durchgang hier gemacht. Echt nicht? Ihr schlauen Füchse. Ihr schlauen Füchse. Ihr Entwickler. Das hat einmal rum für die Bumm. Einmal nochmal richtig, Leute, richtig nochmal Punkte sammeln. Nö, hier ist nichts. Das ist nur schöner Wassereffekt.
Oh. Weißt du was, Junge? Ja, nachladen. Und nachladen. Oh, komm, oh, komm her, komm her. Boom, Alter. 9. Hauptsache, die geben mir sehr viel, echt, die werfen sehr viel EXP. Also XP, also Erfahrung. Nee, total. Wisst ihr was? Weil ich einfach nur MP haben will. 2. Oh, das gefällt mir, dass das 2 gibt. Das ist schon nicht schlecht. Aber tatsächlich, meine Lebensenergie verstärke ich durch die Proteine. Oder besser gesagt, durch die Rüstung. Oh, ihr scheiß kleinen Fürze. Okay. Mir reicht's, Leute. Mir reicht's, Alter. Alter, ihr könnt mich mal. 10. Diese Viecher, ey. Und hier sind auch jetzt Fights. Dieses Piepen macht mich immer noch ein bisschen verdutzt. Aber schöne gerenderte Hintergründe auch. Also, das muss man sagen. Also, in die Zeit mit Dino Crisis 2, habe ich gehört, soll auch sehr schöne gerenderte Hintergründe haben. Das erste Spiel war ja, wie nennt man das? Das hatte ja komplett richtige 3D-Modelle. Genau, wir können jetzt hier wieder rein. Huch, wo ist Kai? Wo ist Kai? Kai! Wo ist Kai? Oh nein. Warte. Wer zur Hölle ist das? Irgend so ein Scheißvieh. Ach du Scheiße. Leute, das wird jetzt hart. Die Golems, ey.
Cooles Logo auch. Golem. Man könnte sagen, das ist so das Äquivalent zu den Huntern. Würde ich jetzt sagen. Scheiße. Scheiße. Nee, da wollte ich nicht hin. Ja, ich weiß, dass ich da hin muss. Ah, hatte ich noch was in der Box? Firefly. Okay, das GPS können wir wieder austauschen mit dem Shit. Das sind die 70er. Drei Schuss. Einfach weil ich sehr, sehr lange nicht gespeichert habe. Wir haben noch eine halbe Stunde, aber trotzdem, ey. Jetzt, wo die Dinger rumlaufen. Aha, also eine Barriere. Ich sag nicht, dass AMC schwach sind, aber der wahre Feind ist der Typ mit der Barriere. Hör gut zu, jeder Gegner hat seine Schwachstellen. Finde erst einmal die Schwäche des Gegners heraus. So, erstmal. Mit 60 Schuss und Granatwerfer. Ja. Es gab nur eine, ne? Die Revolver da. Wann kriegen wir die? Die Tompe haben wir ein bisschen benutzt. Ja, die Triple Fire, die ist bisher echt die beste gewesen. Ja, die hast du kurz benutzt. Uff. Die mit 30 Schuss habe ich sehr oft benutzt, außer die mit Granaten. Flüchten, ja. Siege 100%. Anzeige gespeichert, ja. Von Flüchten? Keine Spur. Keine Spur. Aber wo ist Madigan? Wo ist Madigan, Leute? Okay, halbe Stunde haben wir noch. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, was mich erwartet. Ich will eigentlich. Will ich nur. Warte. Sind da Gegner? No. Die sind aber oben, ne? Ich will mir nochmal was für die BPs holen. Ja. Yeah.
Wie sah es da aus? So oder so. Es wird geballert. Es wird geballert, Leute. Ich glaube, das ist so einer. Mach erstmal so. Heftig. Heftig. Wow. Heftige Scheiße. Heftig, ey. Ich würde auch gerne... Zersprungen. Okay. Nee. Hier einfach mal grinst. Das war ein Shot. Okay. Okay, wollen wir uns mal heftig ausrüsten. Sie ist verschlossen. Ich kann mit meinem BPs Waffen kaufen. Magazin, die Hammer. Psychokleidung. Das hat die beste Balance, also gegen ja, Paralyse, ja, sonstiges. Nee, das habe ich ja alles. Die macht nur 40 Schaden, ey. Das ist echt Bullshit. Bullshit ist das. Also erstmal, wichtigste.
Das deckt ja nicht, ne? Habe ich ja total vergessen. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Obwohl. Da war doch irgendwo mal was verschlossen, ne? Die Parkdeck und so. Ich kann ja zumindest gucken, was da hinten nochmal in der Box war. Noch mal kurz, was in der Box war. Aber kann ich hier jetzt mal? Die ist auf. Nein. Muss ich nicht. Puff. Das ist die allergrößte Frage. Was ist in dieser Tiefgarage? Aber da muss ich ja jetzt nicht hin. Wo ich hin muss, ist jetzt da. Main Corridor. Sparen wir uns das erstmal. Obwohl, doch, ich bin doch... Gucken wir uns einfach mal um. Wir müssen ja nicht immer die Hauptmission machen, Leute. Nach 15 Minuten... Da will ich mir auch gucken. Nur Magazin, die Sturmjacke. Ne. Also war der Weg quasi umsonst. Nicht ganz, denn... Okay, ich werde es weiterleiten. Wir speichern. Und suchen mal das Parkdeck ab. Ich weiß, das ist ein harter Gegner. Aber dann werde ich auch gleich die Waffe wechseln. Gut, dass ich das gesehen habe, dass da dieser Penner ist. Also diese harten, starken Typen. Aber wenn das die Golems sein sollen, auf diesem Schwierigkeitsgrad, ne? Halleluja.
Okay. Das war gut genutzt. Das war wirklich gut genutzt. Die Granate. Die Penner, die brauchen ordentlich Wumms. So. Durchgang. Alter, was ist hier los? Okay, da wollte ich aber jetzt nicht lang. Finde ich da was? Die Anlage für die Golems. Wohl für Kälteschlaf. Jedem Behälter sind je Art Golems enthalten. Und warum die Entrüstung einleiten? Pan Golem. Farbe Grün, Typ Wachposten. Loop Golem. Grau, Nahkämpfer. Night Golem. Violett, Typ Nachtjäger. Bishop Golem. Rot, Typ Kommando. Androiden, sie wurden hier gewartet. Mehr ist hier nicht? Also... Das ist schade. Man hat hier jetzt nur ein paar Informationen bekommen, wie die Golems aussehen. Er kann da natürlich rein, damit sie... Ja, die friert ja nicht, die Gute, ne? Ach, die Kameras wahrscheinlich. Die hätte ich ausmachen können. Oh. Großes Auto. Ganz schön großer Raum für die Tiefgarage. Der Pult für das Tor. Achtung, Drehscheibe. Bis zur Drehscheibe vorfahren. Okay, ID-Kette durchziehen, Tor wird geöffnet. Der Wagen muss auf die Drehscheibe. Ich glaube, ich bin hier zu früh, eindeutig. Damit werden Container gestapelt. Ja, ganz schön großer. Das Bedienungspult für die Abstellplätze. Oh, da hängt ein Schlüssel. Oh, der Schlüssel. Interessant. Oh, da ist ein Tor. Okay. Schlüssel mit einem Halter. Der Schlüssel wird in den Halter gesteckt. Er dient als ID-Karte. Schick. Noch was? Es lässt sich durch das rechte Schaltpad öffnen. Wahrscheinlich kein Sturm. Ein Tor für die Nutzfahrzeuge. Es ist verschlossen. Okay, das heißt, wenn sobald... Ich kann mich, glaube ich, noch an irgendwas hier erinnern.
ich jetzt zurück will. Das, ach komm, ich gehe jetzt zurück. Wir haben das erforscht. Das machen wir noch mit, den Weg zurück. Weil die Kameras hier, die sind ja aus. Ich krieg ja dafür Punkte, ne? Nur Erfahrung. Ah, oh, die war unnötig. Na, das war unnötige Dingensverschwendung. Okay, jedenfalls ist das schon mal entriegelt. Das ist schon mal ziemlich wichtig. Die Gegner, die habe ich hier auch besiegt. Alter, Alter. Die sind echt nicht von schlechten Eltern. Das ist schon mal nicht schlecht, dass ich solche Skills habe. Aber da haben wir schon mal Autoschlüssel, alles, was wir brauchen. Dahin. Weil ich glaube, die Golems wurden nach unten geschickt. Ja, so lässt sich leben. Vor allen Dingen habe ich genug. Nö. Okay. Also, dann haben wir ein bisschen noch Monster geplättet. Okay, ich werde es weiterleiten. Ja, okay, dann wissen wir auch, dass das Parkdeck die Tür war, die wir heute entriegelt haben. Okay, dann waren wir beim Arc-Reaktor, haben ordentlich Spaß gehabt. Ja, und ich würde sagen, das wär's mit Part 6 unserer Playstation-Reihe von Parasite Eve 2. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Kommentar. Ja, und wenn euch nicht nur mein Playstation-Zeug gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ja, ich würde sagen, ich bin die Kelly, das Game Stage 5 und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, ja, was erwartet uns in den anderen Fahrstuhl, ja? Und ja, was wird noch für ein ganz krasser Kram passieren und wozu dient diese Tiefgarage? Das alles werden wir vielleicht in unserem 7. Part erfahren. Alles klar, reingehauen und hold and down.